Moin Leute, willkommen zum Video und let's go. Ihr seht schon im Hintergrund nur noch 11 Tage. Also, wenn das Video rauskommt, sind es dann nur noch 10 Tage, weil ich ja immer mittwochs hochlade, wenn es geht. Also, noch 10 Tage, bis das Live-Event rauskommt. Mega geil. Wir haben es hier auch geteased. Nicht hier, nicht die Fische. Der große Knall, Big Bang auf Englisch. Wird ja einigen von euch was sagen. Also eigentlich die Urknall-Theorie ist ja die Big Bang Theory. So heißt ja auch die Serie. Und ein Neuanfang für Fortnite. Seit dem 2. Dezember um 20 Uhr europäische Zeit heißt es einfach unsere Zeit. Beim Live-Event der große Knall dabei. Sieht mega nice aus. Hier haben wir die Rocket. Das ist einfach so iconic. Und hier haben wir den Battle Bus. Was mir ja jetzt aber instant aufgefallen ist, ist einmal dieses Lego-Lama, dazu kommen wir später noch. Es wurde schon eine große Lego Corporation für Chapter 5 angekündigt, also Chapter 5. Und es sieht eigentlich sehr interessant aus, dieses Lego-Lama auf jeden Fall. Und hier haben wir eine Gitarre und ein Mikrofon. Das ist mir gleich aufgefallen. Weil es gibt gerade Gerüchte, dass angeblich Eminem in dem Live-Event irgendwie vorkommen soll, auf jeden Fall. Es gibt auch manche, die behaupten, dass das ganze Live-Event einfach nur sein Konzert sein soll. Das kann ich mir eigentlich nicht vorstellen, weil das ein Chapter-Live-Event ist. Also ich denke, es könnte auch sein, dass das Konzert nochmal irgendwie ein paar Tage vorher oder sogar nur ein paar Stunden vorher ist. Weil einfach dass das Ganze erst ein Konzert ist und dann geht es in das richtige Live-Event über. Aber dass das ganze Live-Event einfach nur ein Konzert ist, denke ich jetzt mal nicht. Ich hoffe, ich kann das Ganze auf YouTube hochladen, aber ich glaube schon, weil es hat zwar lizenzierte Musik drinnen, aber Eminem hat es ja selber so gewollt, dass er es in das Game reintut. Und ich spiele einfach nur das Game und zeige euch das Event. Also sollte es eigentlich kein Problem sein. Und hier sehen wir nochmal das Lego-Lama. Es sieht schon mega geil aus mit diesen ganzen Galaxien. Hier so ein bisschen Zero-Point-Lichter kommen hier so raus. Mega geiler Hintergrund auf jeden Fall. Ich habe gerade immer noch meinen Season 7 Skin, wenn das ein paar von euch stört. Was haben wir denn? Ziehe ich kurz seinen Main Skin an, dann sieht es wieder gewohnt aus. Shop-Video. Wir müssen noch ein Shop-Video machen. 23 Euro für den Dachland-Skin, also den alten Dachland-Skin, bevor er seinen eigenen Skin bekommen hat. Den Frosty Fish. Und die ist eigentlich ganz nice, aber ich glaube, da gab es mal eine Gratis-Variante, die so ähnlich war, oder einfach eine, die man sich für 800 V-Bucks kaufen kann. Und das Monster ist da natürlich noch dabei, das ziemlich viele richtig geil finden. Aber was ich tatsächlich sagen muss, also als Skin zum Spielen kann man höchstens als Meme-Skin verwenden, weil ich glaube, der spielt sich nicht wirklich gut. Aber das Monster sieht schon nice aus, muss man sagen. Ich war da auch dabei bei dem Live-Event. Das war schon eins der geilsten Live-Events aller Zeiten, muss man sagen. Und hier haben wir Polar Peak als Backbling. Und Totem M11 mit seinen drei Styles. Hier haben wir den Fisch. In dem es gefühlt 30.000 Varianten inzwischen gibt und wo es immer noch weitere weil es geben soll, die noch rauskommen. Vielleicht sammeln ja von euch irgendwelche von den Fischsticks. Und die eisige Glühweinagentin. Ja, da gibt es auf jeden Fall noch andere Varianten von der, aber es ist eigentlich ein sehr nicer Skin. Mir gefällt dieser Weihnachtspulli sehr. Und das hier hat sogar ein Save the World Easter Egg. Das ist das Sturmschild aus Save the World. Rette die Welt in Deutsch. Das ist ja mega geil. Das ist mir, glaube ich, früher gar nicht aufgefallen.
Man kann hier auch tatsächlich irgendeinen Schlüsselknochen oder wie auch immer das heißt sehen. Schlüsselbein, genau, Schlüsselbein. Das ist sehr detailliert, das war früher, glaube ich, nicht so. Mega nice gemacht, auf jeden Fall. Aber 23 Euro sind trotzdem ziemlich viel, muss ich sagen. Dann sind die Handlanger mal wieder drin. In ihren zwei Styles. Einmal Chapter 2 und einmal, Chapter 2 Season 2 und einmal Chapter 2 Season 3 Style. Franz und Ferdinand hat die Standplay gekauft, wenn ihr es nicht wisst. Wenn ihr es nicht wisst. Aber ist auch egal. Hier die Rennfahrer. Ich finde, das sind aber die Welken-Rennfahrer. Da gibt es bessere. To be honest. Dann. Axolotl ist mal wieder drin. In seinen drei Styles. Wir können ihn noch ohne Schaden spielen, wenn das einen hier hinten nervt. Ja, ich glaube, das ist besser. Für Gameplay-mäßig. Man kann ihn aber auch anlassen, wenn man Bock hat. Hier ein sehr nicer. Der hat ja auch zwei, vier Styles. Ja, okay. Das gefällt mir nicht so ganz stark, dass der ba nice Basketballkorb hier dann in den Styles einfach zu so einem Chatpack wird. Da finde ich den Basketballkorb schon besser. Dann hier der Flobber-Skin. Seht einfach mal nicht. Aber die Ladeanimation ist ja auch ganz gut. Dann zeige ich einfach mal beide Skins kurz. Ganz schnell. Hier haben wir wieder abgehakt. Die Scampi-Pickaxe. Sehr scuffed, aber spielen einige tatsächlich. Boah, die Quallen. Die Quallenhängekleider. Der ist ja sehr hässlich, muss ich sagen. Dann haben wir hier zwei Icon-Emotes, die ich aber nicht lang zeigen kann. Weil sonst wird das Ganze noch gecopyright-striked. Hier ein sehr, sehr nicer, sehr nostalgischer OG-Emote. Mega geil, aus Season 2 ist der. Dann haben wir den CEO-Skin. Ja, fühle ich persönlich nicht so, aber ich könnte verstehen, wenn den einige feiern. Instinct war eine Zeit lang mein Schwitzer-Skin. Keine Ahnung, wie es jetzt aussieht. Zerskin fühle ich jetzt nicht so, persönlich. Es ist halt einfach eine Zitronen-Penny gefühlt. Dann hier. Ich hätte schwören können, dass vorhin noch genau 8 Euro drin stand, als ich das angeschaut habe. Aber egal. Der Skin, boah, ist okay, würde ich sagen. Hat halt ziemlich viele Halloween-Features mäßig. Aber so, ja, muss man fühlen, finde ich. Obwohl, ist eigentlich gar nicht mal so bad. Dann Willow, meine Main-Heldin in Battle die Welt mit ihren zwei Styles. Einmal mit und einmal ohne Maske. Finsterlicht. In seinen zwei Styles. Einmal mit Schimmer und einmal ohne Schimmer. Macht nicht wirklich was aus. Dann hier einfach eine Wirbelsäule. Das ist schon ein krasses Backbling. Aber keine Ahnung, wie gut sich das spielt. Hier das Willow-Backbling. Das spielt sich schon besser. Sieht auch sehr nice aus. Oh, die Arme bewegen sich sogar. Und dann eine weitere Flügelvariante, die waren ja früher auch sehr beliebt. Ist jeder mit zu Flügeln umgewandt. Dann hier für 10 Euro 4 Skins, eine Pickaxe, eine Lackierung und ein Kleider.
Da ist schon ein krasser Preisunterschied im Gegensatz dazu. Also im Vergleich dazu, meine ich. Im Gegensatz dazu sehr günstig, würde ich sagen. Eine andere Fischstäbchen-Variante, von denen es ja wie gesagt 10.000 gibt. Dann eine Pickaxe. Dann der beste Skin aller Zeiten. Eine neue Variante, eine Skytrooper-Variante. Dann ein sehr nices Backbling eigentlich. Dann der Jawburger als Skytrooper. Sieht eigentlich auch sehr nice aus, muss man sagen. Haben die sich richtig Mühe gegeben mit den Skins. Dann die frittierten Pommes in schwarz-weiß. Wurden ganz groß gemacht. Und hier das Logo ist auch so zombifiziert. Eigentlich sehr nice. Es sind sogar zwei Pegaxes. Ist mir gar nicht erst aufgefallen. Dann die Raven Frau als Ding-Variante. Als Skytrooper-Variante. Dann hier die Flügel mit Skytrooper-Variante. Dann hier der Kleider als Skytrooper. Mit Scary Sound ist der eigentlich actually nicht so bad. Und hier noch die Lackierung. Kann man sich holen für 10 Euro. Weil 10 Euro sind ja fast so viel wie 1000 V-Bucks. Also es kostet ein bisschen mehr. Sind die V-Bucks so teuer geworden? 9 Euro kosten die jetzt. Das ist ja krass. Es kostet 1 Euro mehr als 1000 V-Bucks. Und dafür bekommt man einiges. Also ist nicht gesponsert oder sowas, aber ich sag nur, es ist ein strategischer Vorteil, wenn ihr euch viele Skins holen wollt und die Skins sehr nice findet. Sind die relativ günstig im Vergleich. Dann das Forstlegenden-Pack, das ist wieder relativ teuer. Der eisige Raven hier, eisige Rote Ritterin. Ich weiß nicht, warum die die nicht eisige Ritterin genannt haben. Aber eisige Rote Ritterin, jeder kennt sie halt als Rote Ritterin. Auch wenn sie da eher eine blaue Ritterin ist. Dann der eisige Liebesranger. Die Skins sind eigentlich nicht bad, muss man sagen. Die Backblings, oh, das Backbling ist auch sehr clean, muss ich sagen. Aber weiß ich immer noch nicht, ob das 17,25 € wert ist. Dann Antas, das ist das neue Ding für Rette die Welt. Ich weiß nicht, warum ich da keinen Rabatt bekomme, weil ich Rette die Welt habe. Aber vielleicht bekomme ich einen Rabatt und weiß es nicht. Neue Rette die Welt Skin, ja, ist halt kein Vergleich zu den OG Rette die Welt Skins, finde ich persönlich, weil da hat man erstens zwei bekommen, den Gleiter und noch andere Sachen und lauter Pegaxes, weil ich habe die Gunda-Version von, ah, bekommt auch 1500 V-Bucks, aber trotzdem, ich habe die Gunda-Version von Rette die Welt, und die inzwischen extrem selten geworden ist, und die Items daraus sind auch extrem selten, kann ich euch ja später kurz den Gleiter zeigen. Bumblebee aus Transformers. Ja, noch ein paar Items. Megatron. Deception-Emblem. Kampfbereit-Emote. Das ist actually nice. Dann noch meine Spitzachse. Spitzachse, ja moin. Dann einfach der Battlebus-Transformer. Kann man sich gönnen, wenn man will. Backbling ist ganz nice. Will ich mir persönlich alles nicht holen, aber wenn man Transformer-Fan ist, kann man sich schon holen. Dann hier die Anime-Legenden. Boah, ich weiß noch, als sie rausgekommen sind, habe ich da, glaube ich, mal ein Video gemacht. Als sie zum allerersten Mal rausgekommen sind, das war jetzt ja auch krass. Das ist einfach so ein random 0815 Skin. Dann Card Junior, von dem Sachen gibt es ja auch halt schon ewig viele inzwischen. Und die Penny einfach. Boah, das finde ich so ja irgendwie ganz nice, dieser blaue Blitz. Und die Pegax. Ich frage mich jetzt, warum der hier
Ah, der hat zwei Waffen drin. Das habe ich gar nicht gesehen. Deswegen ist er eingeschränkt. Okay. Sind wir einmal durch, würde ich sagen. Und...